So, hallo allerseits. Ich möchte Sie herzlich begrüßen in diesem Hörsaal mit doch inzwischen recht tropischem Klima. Zumindest kommt es mir so vor. Ich hoffe, dass wir uns, mich eingeschlossen, dann trotzdem einigermaßen konzentrieren können heute. Diesen Punkt, da will ich heute noch nicht näher drauf eingehen. Ich hatte Ihnen gestern eine Moodle-Mail geschickt, dass ich wie jedes Jahr das Klausurblatt im Prinzip schon vorher ausgebe, sobald ich es fertig habe und sobald es gegengelesen worden ist von Korrektoren, aber natürlich nicht wirklich ausgebe, sondern an den entscheidenden Stellen sind dann nicht die Aufgaben, sondern so wie hier kleine Beschreibungen, kleine Erläuterungen der Aufgaben, die Sie dort jeweils zu erwarten haben. Schon so weit detailliert, dass ich denke, wenn Sie sich das hier anschauen, dass ich denke, das ist eine gute Handlungsanweisung, wie Sie sich auf so eine Aufgabe vorzubereiten hätten. Darüber will ich heute aber nicht weiter sprechen. Das wollte ich Ihnen doch noch mal in Erinnerung rufen, dass ich diese Mail herumgeschickt habe. Dieses PDF ist in Moodle erhältlich. Ich werde in der letzten Woche wahrscheinlich wieder wie immer am vorletzten Termin, also am letzten Dienstagtermin, genauer darauf eingehen. So, also vergessen wir das jetzt wieder für heute. Aber als Anregung für Sie, dass Sie vielleicht, bevor ich darüber im voraussichtlich vorletzten Termin in der letzten Woche darüber spreche, dass Sie sich das schon mal anschauen und wenn Fragen aufkommen, dass Sie dann hier die Gelegenheit nutzen, um diese Fragen zu stellen. Gut, zum Inhaltlichen zurück. Wir waren mit einem Thema fast fertig, nämlich, Sie sehen hier oben, Komplexität algorithmischer Probleme. Mit Sicherheit schwierigste Thema der ganzen AUD, nämlich die Problematik, dass es Probleme gibt, algorithmische Probleme, nicht irgendwelche esoterischen, pathologischen, weltabgewandten, selbstkonstruierten Problemstellungen, sondern wirklich natürliche Problemstellungen, die zuhauf in der Praxis auftritt, tausende von Problemstellungen, die schon identifiziert worden sind, die sehr häufig direkt aus der Praxis gekommen sind. Und diese Problemstellungen sind leider in einer gewissen Weise schwer. Was das heißt, dass diese Problemstellungen in einer gewissen Weise schwer sind, NP-vollständig ist der Begriff dafür aus der Literatur, den ich auch hier verwendet habe. Was das theoretisch heißt, haben wir uns insbesondere beim letzten Mal intensiv erarbeitet. Der sicherlich schwerste Teil der gesamten AOD. Was es praktisch heißt, hatte ich Ihnen auch am Anfang des Themas vermittelt, nämlich für jeden Algorithmus, den es in diesem Universum geben kann, auf Basis unserer Maschinenmodelle, wie wir sie jetzt zurzeit kennen, wie wir sie uns jetzt zurzeit vorstellen können, mal fiktive Weiterentwicklung wie den Quantencomputer außen vor gelassen. Für jeden Algorithmus, den wir überhaupt in diesem Universum haben können, egal ob die Menschheit ihn entdeckt hat oder nicht, für jeden Algorithmus können Sie Beispiele von moderater Größe, Eingabebeispiele von moderater Größe basteln. Und dieser Algorithmus wird auf diesen Beispielen länger laufen, als uns das Universum Zeit lässt. Also schon eine sehr, sehr harte Aussage. Eine negative Aussage, denn wie gesagt, es geht nicht um irgendwelche selbst ausgedachten Problemstellungen, sondern um wirklich wichtige Problemstellungen. Wie man damit trotzdem umgehen kann, werden wir heute beginnen. Und das wird auch das letzte Thema der AOD sein. Und dieses Thema setzt sich fort in einer Lehrveranstaltung, die ich jedes Wintersemester anbiete, Optimierungsalgorithmen. Hier noch ein letzter Punkt, der aus sich selbst heraus hoffentlich einigermaßen verständlich ist, sodass ich nicht alles, was wir uns beim letzten Mal erarbeitet haben, nochmal wiederholen muss, um diesen letzten noch verbliebenen Punkt zu verstehen, den wir beim letzten Mal nicht mehr geschafft haben.
Es geht um NP-vollständige Probleme. Englisch NP Complete, deshalb NPC, die Klasse NPC aller NP-vollständigen Problemstellungen. Und wir haben beim letzten oder vorletzten Mal diese Problemstellung, die hier nochmal skizziert ist, die hier nochmal versucht wurde anzudeuten, betrachtet als eine der Problemstellungen, als eines der Beispiele, die wir hier betrachten wollen, Beispiele für NP-vollständige Probleme. Worum geht's? Gegeben ist, Input ist das, was Sie hier schwarz sehen, ein ungerichteter Graph. Ohne Kantenlängen oder irgendwas. Einfach ein ungerichteter Graph, einfach diese Struktur. Gesucht ist, das, was hier so grau unterlegt ist, eine in der Maximierungsversion, in der Optimierungsversion geht es darum, die größte Clique zu finden, die in diesem Graphen vorkommt. Was ist eine Clique? Eine Clique ist eine Auswahl von Knoten, so wie diese vier, die hier grau unterlegt sind, die alle paarweise miteinander verbunden sind. Das ist eine Clique. Natürlich ist jede Teilmenge ebenfalls eine Clique. Diese drei aus den vier Knoten bilden eine Clique, weil sie natürlich auch paarweise miteinander verbunden sind. Je zwei mit einer Kante verbindende Knoten bilden eine Clique, weil sie paarweise miteinander verbunden sind. Es gibt nur ein Paar. Und per Definition ist jeder Knoten auch wieder für sich genommen eine Clique, weil es da keine zwei Knoten geben kann, die Bedingung paarweise Verbundenheit verletzen können. Das ist natürlich auch nicht die einzige Clique. Hier haben Sie eine Clique der Größe 3, diese drei Knoten. Hier haben Sie eine Clique der Größe 3, diese drei Knoten. Hier nochmal Größe 3, diese drei Knoten und so weiter. Und Sie sehen schon vom Augenschein in diesem kleinen Beispiel, das, was da grau unterlegt ist, ist tatsächlich die größte Clique. So, das ist die Optimierungsvariante. Wir wollen die größte Clique in einem solchen Graphen finden, die größte Auswahl an Knoten, die paarweise miteinander verbunden sind. Ein Problem, von dem ich jetzt noch behaupte, dass es schwer ist, in diesem Sinne. Natürlich dieses Beispiel nicht, aber wenn Sie sich vorstellen, Sie haben da einen Graphen mit Millionen Knoten da drin und vielleicht mit Milliarden Kanten da drin, dann wird es natürlich mit dem Augenschein nicht mehr getan sein. So, die Entscheidungsversion. Wir reden ja hier immer über Entscheidungsprobleme, das heißt über Probleme, bei denen der Output ganz einfach strukturiert ist. Der Output ist ein einzelnes Bit. True oder false. Natürlich, in Java würden Sie ein Boolean zurückgeben. Ein Boolean ist nicht ein einzelnes Bit, sondern Maschinenwort oder irgendwas, aber die Information, die da drin ist, ist die eines einzelnen Bits. True oder false. So, und wie ist das Entscheidungsproblem? Gegeben ist in diesem Fall, wie immer, das ist immer die Konstruktion, hatten wir an mehreren Beispielen gesehen, gegeben ist ein solcher ungerichteter Graph und gegeben ist außerdem noch eine Zahl, zum Beispiel hier die Zahl 3 oder die Zahl 4. Und die Frage ist, die Entscheidungsfrage, das Entscheidungsproblem ist, gibt es eine Clique, die mindestens so viele Knoten hat, wie diese Zahl hat? Also wenn die zusätzlich gegebene Zahl, der zusätzliche Input 4 wäre, wäre die Antwort ja. Denn das grau unterlegte ist eine Clique mit 4 Elementen, mit 4 Knoten. Wenn die zusätzlich eingegebene Zahl, der zusätzliche Input 5 wäre, wäre die Antwort nein. Denn Sie können gucken, so viel Sie wollen. In diesem Beispiel werden Sie keine Clique der Größe 5 finden. Keine 5 Knoten, die paarweise miteinander durch Kanten verbunden sind. Und natürlich ist es so, wenn bei 4 die Antwort ja ist und bei 5 die Antwort nein, dann ist bei jeder Zahl kleiner 4 natürlich auch die Antwort ja. Für die 3 ist auch die Antwort ja, dass es eine Clique mit mindestens 3 Elementen gibt. Und für alles größer als 5 ist die Antwort natürlich auch nein, so wie bei 5. Natürlich, wenn es keine Clique der Größe 5 gibt, gibt es natürlich auch keine Clique der Größe 6, keine Clique der Größe 7, keine Clique der Größe 1 Milliarde und so weiter. So, das ist die Fragestellung.
Das ist das Entscheidungsproblem. Gegeben ein solcher Graph, ein solcher ungerechter Graph, wie er hier schwarz gemalt ist, und eine Zahl, gibt es eine Clique der Größe, wie sie diese Zahl angibt in diesem Graphen, ja oder nein? Und jetzt wollen wir sehen, warum dieses Problem tatsächlich NP-vollständig ist, also schwer in dem Sinne, um den es hier geht. Ich hatte nochmal vielleicht, bevor wir da anfangen, ich hatte ja eine ganze Reihe von Beispielen gebracht für NP-vollständige Probleme, Rundreiseproblem, TSP, Steinerbaumproblem, Rucksackproblem, Mengenüberdeckungsproblem. Ich hatte schon beim letzten Mal gesagt, die Beweise, warum diese Probleme tatsächlich auch NP-vollständig sind, das würde hier zu weit führen. Das wäre nochmal eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, wo wir noch vieles noch zwischen als Schritte einführen müssten. Also das würde den Rahmen der AOD absolut sprengen, ist auch nicht notwendig. Hier im zweiten Fachsemester geht es nur darum, Ihnen einen entsprechenden ersten Einblick in diese Thematik zu geben. Und deshalb nehme ich nur eines dieser Beispiele her, die ich am Anfang genannt hatte, dieses Klickproblem, und zeige Ihnen hier, warum dieses Problem so schwer ist, wie ich es eben versucht hatte zu erläutern. So, das ist das Entscheidungsproblem, wie ich eben gesagt habe. Wir haben einen ungerechten Graph und eine natürliche Zahl, und true soll oder ja soll herauskommen, genau dann, wenn es in dem eingegebenen Graphen eine Clique gibt, die mindestens so viele Knoten hat, wie diese zusätzliche Zahl k angeht. So, und wie immer, oder wie fast immer, in fast allen NP-Vollständigkeitsbeweisen ist es so, das Erste, was man erstmal zu prüfen hat, dass diese Problemstellung in der Klasse NP ist, das ist üblicherweise eine einfache Beobachtung. Was heißt das nochmal? Konkret reicht es, also wir brauchen, allgemein heißt es, wir brauchen ein Zertifikat für Ja-Eingaben. Also wenn wir eine Eingabe haben und wir haben ein Zertifikat und bei dieser Eingabe kommt Ja heraus, dann haben wir ein Zertifikat dazu und einen Algorithmus. Wir geben in diesen Algorithmus diese Eingabe hinein, diesen Input, diesen Graphen und diese Zahl und das Zertifikat, und dieser Algorithmus sagt uns, ja, das ist tatsächlich ein Ja-Instanz. Da kommt tatsächlich Ja heraus. Das ist bei den Problemstellungen, die wir hier betrachtet haben, dieses Zertifikat typischerweise sehr einfach, nämlich eine Lösung, eine Clique. Wenn ich eine Clique habe, der Größe K, als Zertifikat, also eine Auswahl der Knoten, ja, eine Teilmenge der Knoten am angegebenen Graphen, so wie hier in diesem Bild, wenn K gleich 4 ist, also dann wäre das einzig mögliche Zertifikat, diese 4 Knoten, und ich kann das leicht überprüfen. Ich nehme den Ursprungsgraphen her, den Sie da sehen, in schwarz. Ich nehme mir diese 4 Knoten her und prüfe einfach nach, ob diese 4, der Zertifikatsalgorithmus prüft einfach nach, ob diese 4 Knoten paarweise miteinander durch eine Kante verbunden sind. Es geht natürlich ratzfatz. In polynomialer Zeit, sehr viel besser als nur, also mit einem Polynom sehr kleinen Grades. Also je nachdem, wie Sie den Graphen repräsentiert haben, kodiert haben, geht das ganz schnell, wie Sie nachprüfen können für diese 4 Knoten, ob der da jeweils eine Kante zwischen je 2 dazwischen ist. So, also das ist wie üblich recht einfach. Jetzt kommt das Kompliziertere, zu zeigen, dass es NP-vollständig ist. Was müssen wir dafür zeigen? Wir müssen zeigen, das haben wir beim letzten Mal gesehen, dass es schon eine Reihe von NP-vollständigen Problemen gibt. Das erste Problem war CircuitSAT, das heißt, gegeben ein logischer Schaltkreis mit genau einem Ausgabepin, gibt es eine Möglichkeit von Eingaben von Nullen und Einsen an den Eingabepins, sodass da am Ausgabepin
ein Wahr, eine Eins herauskommt, oder gibt es diese Möglichkeit nicht? Ein Entscheidungsproblem. Wir haben davon abgeleitet, dass wir auch das Satisfizierbarkeitsproblem, auch dass auch das endgültig vollständig ist, nämlich das Satisfizierbarkeitsproblem sagt, gegeben eine Formel, eine boolesche Formel, eine logische Formel in mehreren Variablen, beliebig vielen Variablen, kann man diese boolschen Variablen so mit Nullen und Einsen belegen, dass insgesamt die Formel wahr wird. Wir haben auch gesehen, dass man auch Einschränkungen davon in konjunktiver Normalform, also gegeben in konjunktiver Normalform, sodass jede Klausel höchstens drei Literale hat, dass auch diese Variante schon, die ja sehr stark eingeschränkt ist, dass auch die schon NP-vollständig ist. Und wir haben es immer auf dieselbe Art gemacht. Nämlich, wir haben ein Problem, von dem wir wissen, dass es NP-vollständig ist. Das war Circuit SAT. Und haben gezeigt, das lässt sich polynomiell reduzieren auf das neue Problem, von dem wir zeigen wollen, dass es NP-vollständig ist. Und das machen wir auch. Das ist immer der Fahrplan. Nachdem wir einmal etwas umständlich bewiesen haben, es gibt eine Problemstellung, die NP-vollständig ist, das war Circuit SAT, Erfüllbarkeit eines logischen Schaltkreises. Nachdem wir das für ein Problem mal festgestellt haben, dass es so ist, können wir jetzt für jedes andere Problem, müssen wir nicht wieder von null, so wie bei Circuit SAT von null beginnen, sondern wir können immer, das ist immer der Fahrplan, immer ein NP-vollständiges Problem hernehmen, ein Problem, von dem wir schon bewiesen haben, dass es NP-vollständig ist, und das auf das Problem reduzieren, von dem wir beweisen wollen, dass es NP-vollständig ist. Das machen wir hier auch. Und zwar nehmen wir das her, von dem wir schon gesehen haben, dass es NP-vollständig ist, nämlich logische Ausdrücke in konjunktiver Normalform sind, diese Problemstellung ist NP-vollständig. Also nochmal, gegeben ist eine Formel, eine logische Formel mit beliebig vielen logischen boolschen Variablen in konjunktiver Normalform gesucht. Also die Frage ist, die Entscheidungsfrage ist, gibt es eine, können wir jeder Variable einen Wahrheitswert 0 oder 1 zuordnen, sodass insgesamt die Formel wahr ist? Ja, einfach die einfachen Operationen, zwei Variablen mit und verknüpft. Diese einfache Formel ist natürlich wahr, genau dann, wenn die beiden einzelnen Variablen wahr sind, wenn wir denen jeweils den Wahrheitswert 1 geben. Zwei Variablen mit dem logischen oder, mit dem inklusiv oder verknüpft, miteinander verknüpft, ist natürlich wahr, wenn mindestens einer der beiden Variablen mit 1 belegt ist. Oder nehmen Sie exklusiv oder her als Formel. Variable A exklusiv oder Variable B. Da gibt es zwei mögliche Belegungen. A ist wahr, B ist falsch oder B ist wahr, A ist falsch, die jeweils dafür sorgen, dass dieser Ausdruck wahr ist. Und das können Sie natürlich beliebig komplex da aus solchen elementaren logischen Operationen dann komplexe Formeln aufbauen und können da jeweils prinzipiell sehen, naja, wenn da ein und ist, dann muss der eine Operand und der andere Ausdruck wahr sein und so weiter und so fort. Und davon haben wir schon gesehen, dass diese Problemstellung NP-vollständig ist. In konjunktiver Normalform gegeben die Frage, ob diese Formel erfüllbar ist durch irgendeine Belegung mit variablen Werten oder nicht. So, wir reduzieren diese Problemstellung, diese logische Erfüllbarkeit auf das Klickproblem. Was wir jetzt zeigen ist, wir können die Frage, ob ein boolscher Ausdruck in konjunktiver Normalform wahr oder falsch ist, das können wir beantworten, indem wir beantworten, ob es in einem bestimmten Graphen eine Clique bestimmter Mindestgröße gibt. Ja, machen Sie sich klar, was das heißt. Wir können eine Problemstellung in eine andere überführen, obwohl die beiden Problemstellungen zunächst einmal so aussehen, als ob sie gar nichts miteinander zu tun hätten. So, was müssen wir tun? Wir definieren uns einen Graphen.
Also wir nehmen uns eine Eingabe her für das Problem, von dem wir wissen, dass NP vollständig ist, diese logische Erfüllbarkeit von Boolschen Formeln in konjunktiver Normalform. Und aus dieser Formel nehmen wir uns einen Graphen her. Wir werden das gleich an einem Beispiel sehen. In so einer Formel sind Literale drin. In jeder Klausel sind potenziell Literale drin. Was ist Literale? Das Vorkommen einer Variable, entweder negiert oder unnegiert. Entweder mit so einem Querstrich übergeschrieben typischerweise oder in manchen Schreibweisen auch mit einem Häkchen, mit so einem Winkel vor dem Variablennamen. Nicht, das kennen Sie. Dieser Graph hat einen Knoten für jedes Vorkommen eines Literals in irgendeiner der Klauseln. Ja? Wir nehmen uns jede Klausel her und jedes Literal, das darin vorkommt, und das bildet jeweils, dafür haben wir immer einen Knoten in diesem Graphen. Und eine Kante haben wir zwischen zwei solchen Knoten, genau dann, wenn diese beiden Vorkommen dieser Literale verträglich miteinander sind. Das will ich an diesem Beispiel versuchen zu erläutern. Wir haben hier mehrere Klauseln, die ich nur andeute. Ja, wir haben hier ein und drin jeweils und die Klauseln sind mit oder verknüpft oder umgekehrt. Für jedes hier kommen diverse Literale vor, zum Beispiel die Variable x unnegiert oder die Variable x negiert. Hier kommt vielleicht wieder die Variable x unnegiert vor, hier kommt vielleicht die Variable y unnegiert vor. Und für jede einzelne dieser Variablen haben wir diese einzelnen Vorkommen haben wir einen Knoten. Für x in k1, für x quer in k2, für x in k3 und für y quer in k4. Und natürlich für alle anderen auch, die ich für alle anderen Klauseln und für alle anderen Literale hier in diesen Klauseln drin. So, und jetzt werden bestimmte Knoten miteinander verbunden und durch Kanten und andere nicht. Ich bitte um Entschuldigung, hier fehlt noch, glaube ich, ein Strich. Die beiden müssen auch miteinander verbunden sein. Da habe ich wieder eine alte Version des Foliensatzes erwischt. Da bitte ich sehr um Entschuldigung. Also die müssen sich noch dazu denken. So, was ist jetzt miteinander verbunden und was ist nicht miteinander verbunden? X, wenn hier ein x vorkommt und eine andere Variable y, dann, wenn Sie sich das noch dazu denken, dann sind die miteinander verbunden. Kein Problem. X quer, wenn aber x und x quer vorkommen, die dürfen nicht miteinander verbunden sein. Ja? Wenn in dem einen Knoten x quer vorkommt in einer Klausel und in dem anderen Klausel kommt x vor stattdessen, dann dürfen die nicht miteinander verbunden sein. So. Eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Was ist die Konsequenz? Also das ist erstmal der Graph, den wir gebaut haben. Jetzt müssen wir noch für das Entscheidungsproblem definieren, wie groß diese zusätzliche Zahl k ist, die wir für das Entscheidungsproblem eingeben müssen. Ja, wir geben ja in das Entscheidungsproblem einen ungerichteten Graphen und eine Zahl k. Und die Entscheidungsfrage ist, gibt es eine Clique der Größe k in diesem Graphen, ja oder nein? Und diese Zahl k definieren wir bei unserer polynomialen Reduktion, bei unserer Konstruktion einer Eingabe fürs Klinkenproblem, einfach als die Anzahl der Klauseln. Und damit sind wir fertig. Wir haben jetzt alles definiert. Wir müssen uns nur klar machen, warum das richtig ist. Also was das jetzt für Konsequenzen hat. So. Der entscheidende Punkt ist der, was hier steht als Beobachtung, nämlich, dass es eine 1:1 Korrespondenz gibt
zwischen Klicken im Graphen und den erfüllenden Variablenbelegungen. Nämlich, wenn wir eine Clique der Größe k haben, dann heißt das, wir haben, wenn zwei Knoten miteinander verbunden sind, dann sind sie ja insbesondere in verschiedenen Cliquen. Was heißt es, dass wir eine Clique der Größe k haben? Das heißt, wir haben Knoten verbunden, die zu k verschiedenen Cliquen gehören. Und k ist die gesamte Knotenzahl. Das heißt, eine Clique der Größe k verbindet paarweise Literale aus sämtlichen Cliquen miteinander. Aus sämtlichen Klauseln miteinander. Jede einzelne Clique ist in jeder einzelnen Klausel haben wir ein Literal in dieser Clique drin. Und wenn wir die alle auf True setzen, dann haben wir eine erfüllende Wahrheitsbelegung gebaut für konjunktive Normalformen. Ich glaube, hier ist in dieser Zeichnung noch ein kleiner Fehler drin. Hier müssten nämlich oder drin sein. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, ich kann mir es um Verrecken nicht merken, ob jetzt bei konjunktiver Normalform drin die Oders und draußen die Uns oder drin die Uns oder draußen die Oders sind. Hier müssen die Oders hin und dann passt auch die Logik. Ich setze alle Literale in der Clique auf True. Das heißt, ich habe in jeder einzelnen Klausel ein Literal auf True gesetzt. Und das ist in sich konsistent, denn jetzt kommt hier der entscheidende Punkt hinein, dass wenn hier ein x steht und hier ein x quer, wenn die beiden negiert sind, dass die nicht mit einer Kante miteinander verbunden sind. Denn wenn die nicht mit einer Kante miteinander verbunden sind, dann ist es unmöglich, dass diese beiden Knoten mit x und mit x quer in der Clique drin sind. Ja, sie sind ja nicht miteinander verbunden. Also können sie nicht in dieser Clique zusammen drin sein. Das heißt, wenn wir in einer Clique x mehrfach drin haben, so wie hier, dann müssen sie entweder alle Vorkommen von x unnegiert sein oder alle Vorkommen von x müssen negiert sein. Es geht nicht anders. Es gibt keinen Widerspruch. Das ist der entscheidende Punkt in der Konstruktion. Es gibt keinen Widerspruch, dass wir in der Clique einmal ein x quer irgendwo haben und ein x negiert und einmal woanders ein x unnegiert. Das ist ein Widerspruch. Wir können unmöglich x und x quer gleichzeitig auf wahr setzen. Das ist ein Widerspruch in sich. Aber dadurch, durch die Konstruktion, dass x und x quer, dass zwei Vorkommen, einmal von x und einmal von x quer, nicht mit einer Kante verbunden sind, kann es nicht sein, dass in der Clique, die wir da haben, bei einmal x und einmal x quer vorkommen. Das gilt natürlich für alle anderen Variablen genauso. Das heißt, wenn wir hier uns eine Clique hernehmen in unserem gebastelten Graphen und alle Literale auf True setzen, dann haben wir keinen Widerspruch. Entweder kommt eine Variable x nur unnegiert vor, dann ist x halt true und x quer ist false. Oder in der Clique kommt x nur negiert vor, dann ist x quer halt true und x ist false. Passt zusammen. Und genauso umgekehrt, wenn wir eine erfüllende Belegung haben, wenn wir also für jeden einzelne Klausel ein Literal haben, das wahr ist, dann nehmen wir uns jeweils ein Literal her und machen wir uns klar, was das heißt, wenn wir uns jeweils eins hernehmen. Das muss eine Clique sein, eine Clique dieser Größe k, denn das Einzige, was nicht mit Kanten verbunden sind, sind ein in Widerspruch befindliche Literale. X und x quer, x in der einen Klausel und x quer in der anderen Klausel, sind nicht durch eine Kante verbunden. Das heißt also, wenn wir eine konsistente Belegung der Variablen haben, dann sind die paarweise miteinander verbunden, weil wir entweder hier ein x und da ein y haben, ist durch eine Kante verbunden, oder wir haben dort ein x und dort ein x, ist durch eine Kante verbunden, oder wir haben dort ein x quer und dort ein x quer, ist durch eine Kante verbunden.
Ich erwarte nicht, dass sie das jetzt hundertprozentig, ohne das nochmal zu Hause nachzuvollziehen, jetzt wirklich alle, die hier sitzen, völlig geistig durchdrungen haben. Das kann man bei diesem komplexen Thema nicht erwarten. Also, Fahrplan für Sie ist, sich das nochmal intensiv durch den Kopf gehen zu lassen, was das bedeutet. Ich nehme eine Boolsche Formel her, in konjunktiver Normalform. Nehmen Sie sich gerne ein größeres Beispiel selber her. Basteln daraus nach diesem Schema den Graphen, nach dem Schema, das Sie eben gesehen haben. Und dann machen Sie sich klar an dem Beispiel. In dem Graphen haben Sie eine Clique der Größe so und so viel. Und wenn Sie die Literale, die dazu gehören, alle auf True setzen, dann ist das eine erfüllende Belegung. Machen Sie sich klar, umgekehrt, wenn Sie eine erfüllende Belegung haben, dann nehmen Sie sich variabel in jeder Klausel ein Literal her, das tatsächlich wahr ist, und stellen fest, ja, die sind alle paarweise miteinander verbunden, das ist eine Clique. Nochmal, was das bedeutet. Das bedeutet, Sie können eine Problemstellung aus Boolscher Logik repräsentieren als eine Problemstellung aus der Graphentheorie, aus der Netzwerktheorie. Und auch umgekehrt, denn da diese Ausgangsproblemstellung NP vollständig ist, heißt das auch, jedes Problem in NP lässt sich darauf reduzieren. Wie man das umgekehrt macht, haben wir hier nicht gesehen. So einfach ist die Konstruktion rückwärts meines Wissens nicht. Ja, jedes Problem, das NP vollständig ist, lässt sich durch Reduktion auf jedes andere Problem lösen. Und hier sehen Sie eine wesentliche Einsicht, warum das so ist. Sie können zum Beispiel einen Graphen oder andere Strukturen so bauen, dass die einzelnen Komponenten so etwas wie eine logische Funktion übernehmen. Und zwar die logische Funktion, die hier dann in einem logischen Ausdruck vorgegeben ist. Das ist die Idee dabei. Nochmal das Ganze zusammengefasst, und dann bin ich mit diesem, wenn man so will, dem Tiefpunkt der AOD auch fertig. Wir haben ganz zu Anfang mit etwas Mühe ein erstes Problem identifiziert, bewiesen, dass es NP vollständig ist. Das war Circuit SAT. Gegeben ein logischer Schaltkreis mit einem Ausgabepin und beliebig vielen Eingabepins, kann man Nullen und Einsen so an die Eingabepins legen, dass am Ausgabepin wahr rauskommt. Und dann haben wir angefangen, dieses Problem zum Beispiel auf das Satisfizierbarkeitsproblem zu reduzieren. Das heißt also, jede Problemstellung von Circuit SAT lässt sich auch als Satisfizierbarkeitsproblem lösen und haben das weitergemacht. Das ist eine Kette, die immer nach derselben Logik folgt. Wir haben eine gewisse Menge von Problemstellungen, von denen wir wissen, dass sie NP vollständig ist. Und wenn wir ein neues Problem haben und wollen zeigen, dass es NP vollständig ist, genau das haben wir immer gemacht. Wenn wir ein neues Problem haben und wollen, dass es NP vollständig ist, schauen wir, ob wir in den bisher schon bekannten Problemstellungen eins finden, was passt, wo wir tatsächlich mit Kreativität, mit leider nicht mechanisch, algorithmisch, sondern so wie hier mit kreativen Gedanken einen Weg finden, um dieses bekannt NP-vollständige Problem zu reduzieren auf das neue Problem, von dem wir zeigen wollen, dass es NP-vollständig ist. Das ist der Fahrplan. Und wenn wir das gezeigt haben, wenn wir also dieses neue Element, wie hier Clique, zugefügt haben zu unserer Menge von NP-vollständigen Problemen, dann können wir weitermachen. Dann können wir das nächste Problem indirekt, also das steht auch zur Verfügung dann, um dann weitere algorithmische Problemstellungen als NP vollständig zu beweisen. Und irgendwo in diesem, man kann sich das als einen Baum vorstellen. Circuit SAT hat begonnen und dann gibt es sowas wie unmittelbare Nachfolge, die Problemstellungen, auf die Circuit SAT reduziert wurde, um zu beweisen, dass die NP vollständig sind. Und für jede von denen gibt es wieder unmittelbare Nachfolger, die
Problemstellungen, die man durch unmittelbare Reduktion von diesem Problem als MP vollständig bewiesen hat und so weiter und so fort. Und irgendwo in diesem Baum sind auch die ganzen anderen Probleme drin, von denen ich anfangs gesprochen hatte. Das Rundreiseproblem, das Steinerbauproblem und so weiter. Aber es würde zu weit führen, das jetzt alles hier wirklich durchzuziehen. So, damit sind wir mit diesem Thema fertig und jetzt wird es wieder konstruktiv und hoffentlich auch wieder anschaulich. Wo ist es? Da. Das letzte Thema dieser Vorlesung. Wo ist jetzt hier? Da, Slideshow. Vorlesung dieser der AOD. Es geht jetzt nicht mehr um konkrete Algorithmen für konkrete Probleme. Ja, wir hatten eine ganze Menge konkreter Probleme gesehen. Sortierproblem in der Variante, allgemeines Sortierproblem basierend auf paarweisen Vergleichen. Wir haben auch das Sortierproblem in der eingeschränkten Variante gesehen. Inputs zu sortieren sind Strings und sie sollen lexikografisch sortiert sein. Wir haben verschiedene Varianten des Problems gesehen. Kürzeste Wege in einem Netzwerk von Knoten A nach Knoten B oder von einem Knoten zu vielen Knoten oder von allen Knoten zu allen Knoten zu finden und so weiter und so fort. Das ist natürlich nur in bestimmten Fällen möglich und sinnvoll, solche zurechtgeschneiderten Algorithmen zu finden. Ja, und einige dieser Fälle haben wir gesehen. Es gibt noch viele andere Fälle, da lade ich Sie ein, wenn Sie daran interessiert sind, anknüpfend an das, was wir bisher gesehen haben, mit kürzesten Faden und minimal spannenden Bäumen und so weiter, biete ich im Wintersemester eine Lehrveranstaltung effiziente Graphenalgorithmen an, wo es in derselben Machart dann weitergeht, wo dann viele andere, komplexere algorithmische Probleme besprochen werden. Genau in derselben Art und Weise, wie Sie es bisher in der AOD kennengelernt haben. Hier nehmen wir jetzt eine neue Sichtweise ein, die wir bis jetzt hier noch gar nicht eingenommen haben in dieser Veranstaltung. Diese neue Sichtweise ist, wir haben schwere Probleme. Ja? Das ist nochmal das, was ich eben gesagt hatte, was es praktisch heißt, dass Probleme NP-vollständig sind. Nämlich für jeden denkbaren Algorithmus kann man Beispiele von moderater Größe kreieren, sodass dieser Algorithmus sich auf diesen Beispielen totrechnet. Ja, beim Rundreiseproblem wird man Beispiele von der Größe 50 oder 100 Punkte her basteln können für einen gegebenen Algorithmus, sodass dieser Algorithmus sich darauf totrechnet. So, jetzt müssen wir aber trotzdem mit diesen Problemstellungen umgehen. Und es wird darauf hinauslaufen, dass wir, so ist ja auch der Titel dieses Foliensatzes und des vorherigen Video, algorithmische Konzepte, es wird darauf hinauslaufen, dass wir nicht mehr zurechtgeschneidert so Sachen wie Quicksort, Mergesort, Dijkstra, Prim, Kruskal und so weiter basteln, sondern allgemeiner verwendbare algorithmische Konzepte, algorithmische Ideen, die in der Praxis mehr oder weniger gut funktionieren. Sie können nicht perfekt funktionieren, denn der erste Spiegelstrich sagt, das geht gar nicht, dass diese Algorithmen perfekt funktionieren, aber mehr oder weniger gut funktionieren. Und das werde ich vertiefen, wie gesagt, in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen. Hier habe ich ein paar Beispiele ausgewählt, die, denke ich, leicht verständlich sind, leichter verständlich als vieles andere, was ich in Optimierungsalgorithmen dann vorstelle und trotzdem praktisch gut sind. Also richtig gute, praktische, also wenn man diesen Ideen folgt, dass man richtig gute, praktische Resultate erzielen kann, auch mit den Problemstellungen, die NP-vollständig sind. So, eine ganz primitive, einfache Sache an den Anfang, die aber schon sehr oft sehr viel reißt. Also das sollte man sowieso in den meisten Fällen machen, einen zweistufigen Ansatz. Selten wird es sich mal nicht lohnen. Was heißt das? Also
Sie haben solche Problemstellungen aus der Praxis. Ja, Sie haben das Rundreiseproblem vielleicht, dass Sie über Städte in Deutschland rüberlaufen müssen, möglichst kurz, oder eben nicht Städte in Deutschland durchlaufen müssen, sondern Sie wollen Ihren Roboterarm so steuern, dass er die Punkte, an denen er was zu tun hat, in möglichst kurzer Zeit überall abfahren kann. Solche Dinge zum Beispiel, oder Rucksackproblem, Sie wollen eine Auswahl treffen, dass Sie möglichst viel Profit in Ihren Rucksack reinpacken können und so weiter. So, zweistufig heißt, dass wir erstmal eine erste Stufe machen, wo wir noch nicht die Problemstellung, wo wir noch nicht wirklich eine Lösung basteln, sondern wo wir erst einmal Vorarbeit machen, ein Preprocessing. Ja? Häufig kennen Sie das Wort Preprocessing in der Informatik. Eine Vorbehandlung, um dafür zu sorgen, dass dann die Lösung des Problems einfacher geht. Also dass Sie dann auch in adäquater Laufzeit eine vernünftige Lösung bekommen können. Eine Möglichkeit, die man nie unterschätzen sollte, ist Möglichkeiten, wie man die Datenmenge reduzieren kann. Dazu werde ich ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis gleich bringen. Ein Punkt, der immer wieder gut funktioniert, sodass man sagen könnte, da muss man auf jeden Fall, wenn man vor einer praktischen Problemstellung steht, da muss man auf jeden Fall dran denken, ob man das nicht einsetzen kann, ist, dass man erstmal guckt, wo sind die schwierigen, die kritischen Punkte, dass man die versucht, möglichst gut in der ersten Stufe zu lösen und alles andere dann erst in der zweiten Stufe, alles was unkritisch ist. Oder auch eine andere Form von Zweistufigkeit, die häufig in der Praxis gut funktioniert, dass Sie erstmal so Pi mal Daumen mit zusammengekniffenen Augen gucken, so und so müsste die Lösung sein, und dann erst im zweiten Schritt dann tatsächlich im Detail die Lösung bestimmen. Dazu werde ich gleich zu jedem dieser Punkte Beispiele liefern, die das Ganze hoffentlich so illustrieren, dass Sie das als Werkzeuge in Ihrem persönlichen algorithmischen Werkzeugkasten übernehmen können. Nicht Werkzeuge in dem Sinne, wie ich weiß jetzt, wie Quicksort funktioniert, ich kann das jetzt runter implementieren und so weiter, sondern Ideen, die man im Hinterkopf haben kann, und wenn man vor einer algorithmischen Problemstellung steht, dass man diese Ideen gut entweder im Hinterkopf hat oder eben sich daran erinnert, da war doch was in der AOD, da nochmal nachschlägt, oder wenn Sie die Optimierungsalgorithmen bei mir hören, da war doch was in den Optimierungsalgorithmen, dann da nachschlägt, ach ja, Punkt 1, kann man Datenmenge reduzieren, sieht gut aus, gucken wir uns an, wie wir das hinkriegen, sind da irgendwelche kritischen Punkte oder macht es Sinn, so zweistufig vorzugehen. So, vorab Datenmenge reduzieren, da will ich ein Beispiel nennen, wie gesagt, aus meiner eigenen Praxis. Seit über 20 Jahren bin ich in Kooperation mit der Deutschen Bahn zum Thema Qualität von Fahrplanauskunft. Ich bitte jetzt keine billigen Witze zu dem Thema zu reißen. Das haben ich und natürlich auch insbesondere die Leute von der Bahn oft genug gehört. Einer der Punkte, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, diese Problemstellung. Was Sie hier sehen, ist im Hintergrund das Schienennetz aus dem Jahre 1997. Und was Sie hier schwarz sehen im linken Bild, waren die damaligen ICE-Strecken, die es damals gab. Also Sie sehen, es war noch nicht allzu viel an ICE-Strecken da. Also Sie sehen hier nach Garmisch, nach Basel, Schweizer Bahnhof und so weiter. Und die Aufgabe ist hier, eine möglichst kleine Auswahl von Bahnhöfen zu finden, sodass als Servicestation, sodass jeder ICE-Lauf an mindestens einer dieser Stationen anhält. An mindestens einer dieser Servicestationen. Ja, einfache Aufgabe. Möglichst wenige Stationen auswählen, möglichst wenige Bahnhöfe auswählen, unter der Bedingung, jeder ICE, der irgendwo in Deutschland fährt
muss an mindestens einem dieser Bahnhöfe einen Halt haben. Und Sie können, wenn Sie ungefähr die Karte von Deutschland im Kopf haben, dann können Sie also diese Lösungen, diese 6 Knubbel hier leicht identifizieren. Es wäre sicherlich das, was man selber auch geraten hätte. Nämlich die so ziemlich die größten Städte, die größten Bahnhöfe, die entsprechend in Frage kommen. Das war noch in der Zeit, bevor es hier Berlin Hauptbahnhof, Berlin Südbahnhof und so weiter gab, wo sich das natürlich nicht mehr alles in einem einzigen Knoten hier in Berlin zusammenfassen lässt heutzutage. Das war, glaube ich, Zoologischer Garten. Damals war Zoologischer Garten noch der Knotenpunkt in Berlin-West, bevor der Hauptbahnhof fertiggestellt war. So, das ist Berlin. Ich denke Zoologischer Garten, Hannover, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. So, hätte man auch selber raten können. Hier ist jetzt im Prinzip die Lösung angedeutet für sämtliche Züge in Deutschland. Diese ganzen jetzt natürlich kleine gezeichneten schwarzen Knubbel. Und Sie sehen schon, das ist sicherlich etwas, was man nicht mehr per Hand oder per Augenschein hätte raten können. Diese Problemstellung ist NP-vollständig. Aber sie ließ sich optimal lösen. Ja, nur weil eine Problemstellung NP-vollständig ist, heißt es noch lange nicht, dass man in der Praxis nichts tun kann. Man kann das Datenprofil hernehmen. Ja. Eine konkrete Anwendungssituation hat natürlich ein bestimmtes Datenprofil. Und selbst wenn es so ist, dass man für jeden Algorithmus Beispiele konstruieren kann, bei dem dieser Algorithmus sich totrechnet, muss das noch lange nicht sein, dass das in dem Datenprofil, was aus der Anwendungssituation herkommt, tatsächlich so sein muss. So, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir zuerst genau diesen Punkt überlegt, hier Datenmenge reduzieren. Was kann ich erstmal tun, um die Datenmenge zu reduzieren? Und da fällen einem dann ganz schnell Möglichkeiten ein, wie man die Datenmenge reduzieren kann. Nehmen Sie zum Beispiel Darmstadt Hauptbahnhof und Darmstadt Süd. Alle Züge, die in Darmstadt Süd halten, halten auch in Darmstadt Hauptbahnhof. Das heißt, für unsere Problemstellung ist Darmstadt Süd irrelevant. Ja? Sollte Darmstadt Süd in einer Optimallösung vorkommen, können wir auch Darmstadt Süd durch Darmstadt Hauptbahnhof ersetzen und haben immer noch eine Lösung von gleicher Anzahl von Bahnhöfen, die auch alle Züge überdecken. Ja, alle Züge, die in Darmstadt Süd bedient werden könnten, können auch von Darmstadt Hauptbahnhof bedient werden. Also können wir nach dieser einfachen Logik einen Haufen von Bahnhöfen, gerade die Vorortbahnhöfe, rausschmeißen. Der kleine Bahnhof kann eliminiert werden. Wir können auch Züge eliminieren. Ja, stellen Sie sich vor, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber leider hier in der Nähe wüsste ich kein Beispiel, was nicht fiktiv ist und was die Sache so gut illustriert. Stellen Sie sich vor, Sie haben einerseits die S3, die fährt von Frankfurt über Langen und Hauptbahnhof bis, weiß nicht, Bad Sohn oder was? Irgendwo jedenfalls. Also sie fährt auf jeden Fall Darmstadt, Langen und Frankfurt Hauptbahnhof und dann noch ein bisschen weiter und zwischendurch hält sie überall. Naja, nicht ganz überall, aber schon an vielen weiteren Bahnhöfen. Und jetzt stellen Sie sich, das ist der fiktive Teil, jetzt stellen Sie sich eine Regionalbahn vor, die nur 3 Halte hat. Darmstadt Hauptbahnhof, Langen, ist es Langen Hauptbahnhof oder einfach nur Langen Bahnhof? Ich glaube Langen Bahnhof, ne? Langen Bahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof. Dann können Sie die S3 rausschmeißen aus Ihren Datenmengen. Denn dieser fiktive Zug, der nur an diesen 3 Halten hält, der muss überdeckt werden. Das heißt, einer der Bahnhöfe Darmstadt,
Langen oder Frankfurt Hauptbahnhof muss auf jeden Fall in der Lösung drin sein, sonst wäre diese Regionalbahn nicht überdeckt. Und damit ist die S3 automatisch auch überdeckt. Ich kann die S3 rausschmeißen, ich brauche sie nicht mehr. Und das kann man weiterführen. Mit der ersten Regel schmeiße ich erstmal einen Haufen Bahnhöfe raus. Dann schmeiße ich so viele wie ich kann, alle Bahnhöfe, alle Vorortbahnhöfe und ähnliches, auf die diese Regel passt. Dann schmeiße ich danach Züge raus und dann geht es weiter. Denn nachdem ich Züge rausgeschmissen habe, kann ich wieder Bahnhöfe rausschmeißen. Ja, durch das Rausschmeißen von Zügen ergeben sich weitere Gelegenheiten, Bahnhöfe rauszuschmeißen nach dieser ersten Regel, weil plötzlich Bahnhöfe unter diese erste Regel fallen, die ursprünglich nicht darunter gefallen sind. Dann schmeiße ich die Bahnhöfe alle raus, dann schmeiße ich als nächstes wieder die Züge raus und so weiter und so fort, bis ich an einen Punkt komme, wo ich keinen Bahnhof und keinen Zug mehr rausschmeißen kann. Wo es keinen Bahnhof mehr gibt, der nach der ersten Regel rausgeschmissen werden kann und keinen Zug mehr gibt, der nach der zweiten Regel rausgeschmissen werden kann. So, das habe ich gemacht und habe einfach gedacht, naja, mal gucken, was da jetzt so rauskommt, wird ein bisschen die Datenmenge reduzieren, aber das war nichts mit bisschen die Datenmenge reduzieren, denn für dieses Beispiel ICE kamen genau diese 6 Bahnhöfe allein durch die Datenreduktion raus. Alle Bahnhöfe außer diesen 6 waren weg, rausgeschmissen durch diese einfache Datenreduktion. Und was hier rauskommt, sehen Sie hier, also hier kamen tatsächlich diese 6 Knoten raus und keine einzige Kante mehr. Auf jedem einzelnen Bahnhof war noch ein Zug drauf, dessen Zuglauf schrittweise durch Wegschmeißen von Bahnhöfen, durch die der fährt, schrittweise reduziert wurde auf diesen einzelnen Bahnhof. Was Sie hier tatsächlich sehen als Endergebnis der reinen Datenreduktion, wo ich dachte, okay, Datenreduktion und dann geht es erstmal algorithmisch los. Was Sie hier sehen, ist, dass die Datenreduktion schon das Problem gelöst hat. Ein ICE ist übrig geblieben, der bis auf diesen Bahnhof runter reduziert wurde, ein ICE hier drauf und so weiter und so fort. Hier sieht es nicht ganz so schön aus. Hier haben Sie auch viele isolierte Punkte, wo genau dasselbe passiert ist. Ein Zug ist reduziert worden, Schritt für Schritt durch Wegschmeißen von seinen Bahnhöfen auf einen einzigen Bahnhof. Und dieser Bahnhof ist dadurch isoliert, muss in die optimale Lösung rein. Ja, das ist der Punkt. Alle diese isolierten Knoten müssen in die Optimallösung rein. Hier gibt es noch ein paar Stellen, die durch die Datenreduktion nicht zu einzelnen isolierten Punkten reduziert worden sind. Aber die sind so klein, da kann man einfach mit vollständiger Enumeration, mit vollständiger Aufzählung aller Möglichkeiten, wie man daraus noch Bahnhöfe auswählen kann, die Problemstellung auch lösen. Ich habe das dann auch angewandt in allen europäischen Ländern. Das Größte, was ich noch als stehen gebliebene Zusammenhangskomponente gesehen habe, war in der Tschechei 29 Knoten, die nicht weiter reduziert werden konnten mit diesen Datenreduktionsregeln. Aber da war die Optimallösung auch eine Auswahl von 5 Knoten. Das ließ sich auch mit vollständigem Durchlauf aller Möglichkeiten lösen. Also Sie sehen, das ist natürlich ein Extrembeispiel. So schön wird man es nicht im Regelfall nicht haben. Aber Datenreduktion, schauen Sie sich vorher an, wenn Sie eine große Problemstellung haben, schauen Sie sich vorher an, ob Sie nicht verschiedene Möglichkeiten finden, wie Sie überflüssige, redundante Daten, die Sie nicht wirklich brauchen für die Lösung des Problems, wie Sie die rausschmeißen können. Das ist jetzt nur ein Beispiel, also in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen werde ich dann mehr noch dazu erzählen, weitere Beispiele dazu. Hier kann es erstmal nur darum gehen, einen ersten Einblick darin zu gewinnen, was es heißt, wirklich in der Praxis mit NP-vollständigen Problemen umzugehen. So,
Das nächste Beispiel von zweistufig, also das würde ich fast sagen, wenn mir nichts anderes einfällt, wenn ich jetzt wirklich auf dem Schlauch stehe und mir drei Kannen Kaffee immer noch nicht helfen, eine vernünftige Idee zu entwickeln oder eine bessere Idee zu entwickeln als das, dann würde ich das machen. Ich denke, man wird typischerweise diese einfache Regel anwenden können. Das heißt, wir gucken uns vorher an, wo sind die Knackpunkte, wo knarrt's, wo wird es schwierig, da zu einer guten Lösung zu kommen oder wo sind die entscheidenden Engpässe, die darüber entscheiden, ob die Lösung gut oder schlecht sind. In Großbritannien beispielsweise ist es so, wenn Sie sich eine Fabrik vorstellen mit verschiedenen Maschinen, auf denen Prozesse laufen und die Fertigungsprozesse heißen, dass die Produkte vom Beginn, vom Rohmaterial bis zum Endprodukt über verschiedene Maschinen, über verschiedene Stationen laufen. Nicht jeder Kundenauftrag wird über dieselbe Folge von Stationen laufen, sondern Kundenaufträge müssen vielleicht bestimmte Stationen, da gibt es Stationen, da müssen alle Kundenaufträge durch oder bestimmte Kundenaufträge. Da vielleicht ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis wieder, ist nicht ganz so lange her, so 15 Jahre her, Auftragsplanung in Stahlwerken. War eine Kooperation mit der größten österreichischen Firma, die hieß damals noch Voestalpine. Die baut Stahlwerke und da geht es darum, sie haben ein Stahlwerk mit Maschinen drin zum Warmwalzen, Kaltwalzen, initiale Schmelze, Oberflächenbehandlung der Produkte und so weiter und so fort. Und sie haben die Kundenaufträge. Jeder Kundenauftrag bedeutet, der Kunde möchte, das sind jetzt nicht Endkunden, so wie wir, sondern beispielsweise eine Automobilfirma oder ähnliches. Der Kunde möchte Bleche haben mit den und dem Abmessungen aus der und der Legierung und in der und der Stückzahl oder Drahtrollen mit dem Durchmesser und der Legierung oder er will, also Riesendrahtrollen natürlich, oder er will, der Kunde will T-Träger haben oder ähnliches. Und jeder Kundenauftrag bedeutet einen Produktionsplan von der initialen Schmelze über Warmwalzen, Kaltwalzen, diverse andere Stationen bis hin zur Oberflächenbehandlung, Färben, Beizen, Qualitätskontrolle und Fertigmachen zur Lieferung. Und da gibt es natürlich irgendwelche Maschinen, die Engpassmaschinen sind. Ja, da wo man vorhersehen kann, da wird am meisten los sein. Wenn ich da einen Fehler mache, dass ich erst den Kundenauftrag A dahin platziere und danach erst den Kundenauftrag B, während es eigentlich besser wäre, erst B und dann A abzuarbeiten, denn natürlich hat jeder Kundenauftrag auch eine Frist, einen Termin und wenn ich den nicht einhalte, ist schlecht. Also muss ich mir auf diesen Engpassmaschinen genau überlegen, was ich mache, in welcher Reihenfolge ich da die Kundenaufträge abarbeite. Und bei den anderen Maschinen, wo es nicht so eng ist, das kann ich ja dann im Nachgang in der zweiten Stufe planen. Oder Betriebszüge. Es gibt heutzutage wenige Fabriken noch mit eigener Betriebseisenbahn. Aber ich habe letztes Jahr eine Diplomarbeit betreut. Ja, also es gibt noch Leute, die auf Diplom, nee, ich glaube, es war eine Masterarbeit, weiß ich mir genau, ist ja auch egal. Ich weiß nicht, ob Sie das Eisenbahnbetriebsfeld kennen, das ist etwas außerhalb von Darmstadt. Da werden die Fahrdienstleiter daran trainiert, das ist eine richtig schöne, große, echte elektrische Eisenbahn, H0, richtig groß, also und richtig kompliziert mit vielen, vielen Wegen und Weichen und so weiter, mit vielen Schienenwegen und vielen Zügen. Und da werden die daran trainiert, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, es gibt immer eine bestimmte
Situation, eine bestimmte Ist-Situation, und in dieser Situation müssen Entscheidungen getroffen werden. Dieser Zug soll jetzt Anschlussaufnahme auf jenen Zug warten oder muss umdirigiert werden, weil woanders was los ist, im Bahnhof auf ein anderes Gleis oder sogar um einen ganzen Bahnhof herum, über eine alternative Strecke und so weiter und so fort. Und die Diplom- oder Masterarbeit hat sich damit befasst, wir haben jetzt eine bestimmte Situation als Ergebnis eines Durchlaufs, was die Fahrdienstleiter da so angerichtet haben, die angehenden Fahrdienstleiter. Und wir wollen jetzt eine neue, ganz andere Situation hinbasteln für den nächsten Lauf. Und die Aufgabe ist jetzt automatisch, einen Algorithmus zu entwickeln, der automatisch ohne Zutun des Menschen die Züge von der Situation, wie sie jetzt ist, in eine, die andere Zielsituation alle verschiebt. Natürlich ohne, dass Züge zusammenstoßen oder aufeinanderprallen oder was auch immer. Das ist auch verhindert, denn es ist wie im echten Leben, ist gewährleistet, dass keine zwei Züge auf demselben Gleisabschnitt sind. Und er hat genau das beherzigt, das ist übrigens auch wieder ein NP-schweres, NP-vollständiges Problem, er hat genau das beherzigt, was hier steht, nämlich er hat sich erstmal die kritischen Schienenabschnitte angeschaut, hat dort, also dort wird der, dort der Algorithmus schaut sich erstmal die an, überlegt sich, welche Züge über diese kritischen Abschnitte rüber müssen, in die Richtung oder in die andere Richtung, und überlegt sich dann eine sinnvolle Regel, in welcher Reihenfolge diese einzelnen Züge, diese kritischen Abschnitte passieren. Und wenn das erst einmal vernünftig getroffen wurde, diese Entscheidung, dann ist alles andere auf den unkritischen Abschnitten, ja, einfach von diesen kritischen Abschnitten aus losgehen und dann die Züge eben entsprechend in die eine Richtung in die Vergangenheit zurück, in die andere Richtung in die Zukunft vorwärts planen, das ist dann kein Problem mehr. Oder ein Beispiel, das Ihnen gut vertraut ist, hier an der TU Darmstadt beispielsweise, Stundenplanerstellung. Genau dasselbe und genau das passiert auch hier nicht algorithmisch, nicht automatisiert, sondern per Hand. An anderen Universitäten, an anderen Hochschulen, wo die Studierenden sich vorher verbindlich in Kurse einschreiben müssen, bevor der Stundenplan erstellt wird, da wird das auch durchaus mit Software gemacht, geht hier schlechter. Das wird per Hand gemacht, aber genau das passiert auch. Erst die kritischen Lehrveranstaltungen werden eingeplant, zum Beispiel Lehrveranstaltungen wie die FOP im letzten Semester und die AOD jetzt. Veranstaltungen, die ein großes Publikum haben, in denen viele Studiengänge drin sind, sodass es also viele Querbeziehungen zu anderen Lehrveranstaltungen gibt. Was noch? Also wo es auch viele Ausschlüsse mit anderen Lehrveranstaltungen gibt. Ja, die AOD sollte nicht zeitgleich geplant sein, beispielsweise mit der Mathematik für Informatiker 2 und was sonst noch so in irgendeinem der betroffenen Studiengänge im selben Semester eigentlich nach Regelstudienplan gelehrt werden soll. Ja, die allein schon so zu planen, dass das alles zusammenpasst, weil die ja alle miteinander verflochten sind, das ist schon ein schwieriges Problem. Und wenn man das gelöst hat, dann alle weiteren Lehrveranstaltungen drumherum einzuplanen, das ist dann nicht mehr so das ganz große Problem. Ja, man hat eine relativ kleine Anzahl von Lehrveranstaltungen vorab geplant, die halt ein komplexes Problem darstellen. Und hinterher dann alle weiteren Lehrveranstaltungen, die nicht so problematisch sind. Ja, also eine grundlegende Idee, die immer wieder wahnsinnig viel reißt in der Praxis, die den Unterschied häufig macht zwischen Lösbarkeit, Machbarkeit oder nicht. Hier noch ein weiteres Beispiel, kritische Punkte vorab, auch aus meiner eigenen Praxis, das ist eigentlich schon eine Weile länger her.
Wir hatten dieses Thema schon mal als Beispiel für Steinerbaum. Sie haben einen Mikrochip, auf dem Sie Verdrahtungen realisieren wollen, also Verbindungen zwischen verschiedenen Pins von verschiedenen Elementen. Und da hier ist nur ein Beispiel gezeichnet. Ja, in Wirklichkeit haben Sie hier einen riesigen Mikrochip, also zumindest in zwei Dimensionen ist dieses Gitter natürlich ein riesiger Chip, wenn man das so groß vergrößert, dass man hier Einzelheiten erkennen kann. In der dritten Dimension vielleicht auch noch ein bisschen größer. Und Sie wollen Pins auf verschiedenen Objekten, die Sie hier schon platziert haben, wollen Sie so miteinander verbinden. Von einem aus geht das Signal und das geht zu allen anderen hin. Und auch hier ist es wieder so, das Problem wird man entscheidend wichtig ist, dass Sie zuerst die kritischen Verbindungen, die Sie, also Sie wissen, welche Verbindungen Sie realisieren müssen. Sie wissen, dass Sie die und die Pins miteinander verbinden müssen durch eine Verdrahtung, durch einen solchen Steinerbaum, dann eine andere Menge von Pins irgendwo anders müssen Sie miteinander verbinden und so weiter und so fort. Und dadurch, wie die einzelnen Pins, die Sie verbinden wollen, gelegen sind, können Sie schon vorab gut abschätzen, welche sind die kritischen Pins, ja? Insbesondere natürlich diejenigen, also welche sind die kritischen Verdrahtungen? Die weit auseinander sind. Denn worum geht es? Sie wollen die Taktfrequenz des Computers möglichst hochsetzen. Und die Taktfrequenz können Sie nur ho so hochsetzen, wie es Ihnen diese Steinerbäume erlauben. Je länger und komplizierter, so ganz grob gesprochen, je länger und komplizierter der Steinerbaum ist, umso länger braucht es, bis die Ladungen nach einem Takt wieder so weit eingeschwungen sind, dass ein konsistenter Zustand erreicht ist und dann der nächste Takt kommen kann. Und das heißt, man identifiziert zunächst einmal die Verdrahtungen, die notwendig sind, also die Pinmengen, die weit auseinander liegen, löst die erstmal so gut wie nur irgend möglich und dann erst legt man alle weiteren Verdrahtungen aus, die nicht kritisch sind. Denn wenn man da an Effizienz verliert, macht das gar nichts. Hauptsache, die kritischen Verbindungen sind gut, möglichst gut ausgelegt. Ja, also drei Beispiele, glaube ich, waren das jetzt, oder vier Beispiele, die Ihnen illustrieren, dass es sinnvoll ist, immer zuerst mal reinzugucken in die Daten, wo sind die kritischen Knackpunkte? Was ist, welche Sachen, welche Entscheidungen, die ich treffen muss bei der Lösung, sind essentiell dafür, wie gut die Lösung am Ende sein wird. So, die dritte Möglichkeit für diese Möglichkeit zweistufig vorzugehen, erst irgendwas vorzubereiten und dann erst vollständig lösen. Die dritte Möglichkeit ist, Lösung zuerst grob bestimmen und dann erst detailliert zu bestimmen. Da nehme ich dasselbe Beispiel wieder, Verdrahtung von Mikrochips. Auch dort geht man typischerweise zweistufig vor, muss man, sonst kriegt man die Komplexität des Problems nicht in den Griff. So, hier sind die Elemente, die schon platziert sind. Ja, die einzelnen logischen Elemente, die miteinander in verschiedenster Weise zu verdrahten sind. Ja, hier so mal nur beispielhaft angedeutet. Hier sind irgendwelche Pins, die miteinander verdrahtet werden sollen. Und was man macht, ist, dass man zunächst einmal, so wie hier skizziert, so wie hier angedeutet, die Gesamtfläche des Chips in einzelne einfachere Flächen zerlegt, Rechtecke, und zunächst einmal entscheidet, dieser Draht, der hier diese vier Pins miteinander verbinden soll, ich habe natürlich jetzt so ein Extrembeispiel gezeichnet, ob der durch welche dieser verschiedenen Bereiche, so abgetrennten Bereiche, durch welche diese Verdrahtung gehen soll. Also zum Beispiel, ob es hier unten durchgehen soll, durch diese Rechtecke oder hier oben durch, ob der hier unten durchgehen soll oder hier oben durch und so weiter.
das erstmal grob festgelegt. Und wenn man das grob festgelegt hat, also für jeden einzelne Verdrahtung, die man realisieren muss, grob festgelegt hat, durch welche dieser Bereiche diese Verdrahtung zu legen ist, dann nimmt man sich jeden dieser Bereiche vor, einen nach dem anderen, und macht dort dann jeweils mit den Drähten, die dafür vorgesehen sind, dass sie da durchlaufen, dann die detaillierte Verdrahtung. Ja, also dieses Zweistufige, ich hatte es eben schon mal angedeutet, dieses Zweistufige ist einfach Reduktion der Komplexität. Nicht im Sinne von asymptotischer Komplexität, wie wir es bisher haben, sondern Komplexität im landläufigen Sinne, wie kompliziert, wie gigantisch, wie unüberschaubar die Problemstellung ist, dass man die versucht, diese Komplexität in den Griff zu bekommen durch solche zweistufigen Vorgehensweisen. Das kann man auch beispielsweise auch anders, auch in anderen Beispielen wieder sehen, wieder Großbetriebe. Ich hatte eben das Beispiel Stahlwerke, Auftragsplanung in Stahlwerken. Dass man zunächst einmal im ersten Schritt, in der ersten Stufe, nur ungefähr festlegt, ungefähr zu der Zeit soll der Auftrag auf der Maschine verarbeitet werden, ungefähr zu der Zeit soll der da verarbeitet werden, so, dass zu keiner Zeit da irgendwie zu viel, also mehr als die Kapazität erlauben wird, eingeplant ist. Ja, einfach indem Sie beispielsweise sagen, Sie unterteilen den Planungshorizont in größere Körbchen, in größere Zeiteinheiten und sagen, dieser Auftrag soll auf der Maschine in der Zeiteinheit laufen. Aber noch nicht festgelegt, wann das genau in der Zeiteinheit sein soll. Das kommt dann erst Feinplanung in der zweiten Stufe. In der ersten Stufe müssen Sie darauf achten, dass es überall ausreichend Puffer gibt. Ja, also die Idee ist, dass man vorher bei der ungefähren Verteilung das so verteilt, dass überall noch ausreichend Puffer sind, sodass sie dann, also vor allem natürlich dort, wo es kritisch ist, also die Maschinen, die kritisch sind, sodass sie dann in der Feinplanung ausreichend viel Puffer haben, um dann wirklich die Feinplanung hinzukriegen. So, das ist jetzt, glaube ich, ein guter Punkt, um die Vorlesung für heute zu beenden. Eine gute Zäsur, weil es dann beim nächsten Mal mit einem ganz anderen Thema weitergeht. Teile und Herrsche, Divide and Conquer. Das bedeutet nicht, dass Sie jetzt entlassen wären, sondern Sie erinnern sich vielleicht an meine Ankündigung, dass heute Doomsday ist, der Tag der Evaluation. Das heißt also, die passive Haltung ist jetzt für Sie für heute zu Ende und Ihre aktive Haltung wird gefragt, aber vorher Zeichnung aus.